Ich freue mich, dass ich heute den Armin Zinning als Gesprächspartner habe. Und ja, bevor wir lang drum reden, Armin, sag mal so zwei, drei Sätze zu dir, zu deiner Firma. Leg einfach mal los. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf heute. Und ja, mein Name ist Armin Zinning, Inhaber, Geschäftsführer der Zinning Haustechnik GmbH im schönen schwäbischen Mödingen. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile ein knapp 20-köpfiges Team bei uns und beschäftigen uns in der Regel mit Heizsystemen mit Zukunft und Wohlfühlbäder, einen kleinen Teil noch ein bisschen mit Neubauten und Umbauten. Ja, das zu meiner Person und zu meiner Firma. Vielen Dank. Armin, du bist bei uns auch schon Wiederholungstäter, nicht was wir heute gemacht haben, da kommen wir gleich noch dazu. Genau. Aber wir kennen uns schon ein bisschen länger. Vielleicht erzählst du mal, wie haben wir uns kennengelernt und was war so der Aufhänger, was haben wir bisher schon zusammen gemacht? Ja, klar, die sozialen Medien befeuern das Ganze natürlich. Ihr seid gut sichtbar und dann natürlich auch der Kollege, der Benedikt Kratzer. Der hat uns ja damals, viele Grüße, Benedikt. Der hat uns ja damals auch dazu inspiriert. Wir haben gestartet mit Online-Fragebögen, unseren Kunden einfach die Möglichkeit zu geben, ihr Bauvorhaben oder ihren Wunsch in einem Online-Fragebogen uns sauber strukturiert zum Übermitteln. Zum einen für den Kunden ein Vorteil, zum anderen für uns ein Vorteil, um einfach die Daten, die wir benötigen, schon in der Vorauswahl zu haben. Das war unser erstes Projekt miteinander und ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, oder? Ganz schlechtes Zeichen, aber es kann gut sein. Aber es läuft und der Prozess ist bei uns fest verankert und könnte auch nicht wegzudenken sein. Das freut mich sehr zu hören. Genau. Erklär uns mal, Armin, Online-Fragebogen, das hört sich so ein bisschen unspektakulär an. Da könnte man jetzt denken, Kontaktformular. Was ist der Unterschied von dem, was man vorher so gekannt hat oder wie ihr es vorher gemacht habt, zu dem, was wir jetzt eigentlich miteinander umgesetzt haben? Ja, genau. Also man hat ja natürlich immer die Herausforderung, so viel wie möglich Informationen vom Kunden zu bekommen auf dem einfachsten Weg. Früher war das so, man hat ein kurzes Telefongespräch geführt, vielleicht 2-3 Fragen gestellt, ist dann mit einer Checkliste zum Kunden raus, die hat man, wenn man schon fortschrittlich war, am iPad in einer ausfüllbaren PDF behandelt oder dann einfach ganz normal auf dem Blog und hat das Ganze zu Hause wieder eingepflegt. Der Online-Fragebogen, den wir damals kreiert haben, der findet so statt, dass der Kunde ganz bequem natürlich zu Hause auch am Sofa jetzt seine Heizungsanfrage zum Beispiel, jetzt wenn wir es in die Heizung ummünzen, stellen kann. Und dieser Fragebogen kommt vollumfänglich in einer ausfüllbaren PDF bei uns im Büro an. Wenn jetzt der Termin zur Bestandsaufnahme beim Kunde stattfindet, habe ich diesen ausfüllbare PDF dabei und muss nur noch Kleinigkeiten ergänzen. Also das ist eine Zeitersparnis, die wir schon sehr, sehr schätzen. Und ich habe halt ein Dokument, mit dem ich meine komplette Beratung bis zur Angebotserstellung durchziehe. Klasse. Stichwort Zeitersparnis. Kannst du das mal versuchen, so ein bisschen zu quantifizieren? Was bringt euch das? Weiß nicht, in Prozent zu vorher oder in irgendwie Minuten pro Vorgang? Wie ist dir leichter? Ja, man muss so sehen, wir haben ja auch vorab noch die Leistungspräsentation bei uns. Also der Fragebogen kommt an. Die Kunden kommen zuerst mal zum Kennenlerntermin, zur Leistungspräsentation zu uns ins Haus. Wir lernen uns kennen und dann wird schon mal der Budgetrahmen abgesteckt und so weiter und so fort. Und dann findet während der Bestandsaufnahme, die früher 2 Stunden beim Kunden gedauert hat, also maximal eine halbe Stunde. Und dann ist man weg und weil man den Kunde einfach im Vorhinein schon ordentlich beraten hat und durch den Fragebogen geleitet hat. Top. Das heißt eigentlich 1,5 Stunden im Prozess gespart. Wie viele Prozesse machen wir so pro Woche, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen hochrechnen? Ja, 4 bis 5 sollten wir schon machen. 4 bis 5, also das heißt, wir sind mal ganz schnell bei 6 Stunden pro Woche, genau, die wir da einsparen. Ja, das macht natürlich total Sinn. Ja, mal mehr, mal weniger, manchmal geht es auch ganz flott. Also, Top. Ja. Zeitersparnis für euch. Jetzt denkt man ja dann immer von außen, okay, ihr macht euch das Leben leichter, aber zu Lasten des Kunden. Sag mal was dazu. Empfindet es die Kunden jetzt irgendwie als Strafe oder ist vielleicht sogar eigentlich so, dass die Kunden das sogar schätzen, das so zu machen? Genau, also klar gibt es verschiedene Zielgruppen. Andere feiern das wirklich und die finden das richtig cool. Und man muss aber schon auch sagen,
die ältere Generation, ich nenne es jetzt einfach mal die ältere Generation, unsere Zielgruppe zwischen 50 und 65, 70, die machen das gerne, weil sie sich am Abend zusammen mit ihrem Partner an den Tisch sitzen können und sagen, du, wie ist das, was haben wir für einen Verbrauch, was haben wir, machen wir da noch ein Foto. Man kann das in Ruhe zu Hause machen und muss nicht irgendeinen Telefontermin mit uns machen. Und ja, ich glaube, die Flexibilität für den Endkunden ist sehr viel wert. Klasse, sehr gut. Ja. Also das haben wir bisher umgesetzt. Jetzt ist uns langweilig geworden zuletzt. Das haben wir gesagt, jetzt muss es irgendwie weitergehen. Ich will da gar nicht viel teasern. Was haben wir jetzt angestellt oder wo sind wir gerade dabei und was haben wir heute auch gemacht? Ja, wir planen jetzt bauen gerade schon die interaktive Videoberatung für unsere Kunden als federführend jetzt mal im Heizungsbereich. Der Badbereich wird auch dazu kommen. Und da haben wir heute die 10 wichtigsten Fragen in Videos gefasst, die sich ein Kunde stellen sollte, wenn er ein Heizsystem mit Zukunft haben möchte. Und da sind wir jetzt heute Vormittag im Videostudio quer, im Greenscreen-Studio und haben da geballert. Wie hast du es so wahrgenommen, Armin? Also ja, voll auch cool. Spannend. Was hast du erwartet oder was hast du befürchtet und wie ist es jetzt eigentlich gelaufen? Befürchtet war es von mir so, wir hatten ja, die Texte waren ja fertig und ich dachte mir, oh mein Gott, das wird mit Sicherheit ein halber Tag Videoproduktion, weil ich mich dauerhaft versprich. Und ich glaube, jetzt effektiv haben wir eine gute Stunde gebraucht. Und das war, ja. Also es war wesentlich entspannter, als ich befürchtet. 9 Uhr und ich bin mittags wieder zu Hause. So schaut's aus. Vielleicht noch zum Schluss, was hat dich dazu bewogen, das Thema in Angriff zu nehmen und was erhoffst du dir, was weißt du auch schon von Kollegen, die das schon gemacht haben, was dann das bringen wird jetzt konkret, was wir gemacht haben? Also der Markt ist massiv im Wandel und wir müssen uns schon ich will jetzt nicht sagen den großen Stellen, aber das Online-Geschäft macht uns ja vor, wie die Zukunft des Verkaufens und des Beratens aussehen soll. Also egal ob Google oder wie, egal welche der großen Player. Ich bin der Meinung, dass wir unseren Kunden den Weg zu unserem Produkt einfach so einfach wie möglich machen müssen. Und auch die Beratung, für diese erstens zu uns kommen hätten müssen oder ich zum Kunde fahren hätte müssen, können wir jetzt einfach online abbilden. Und ich finde es eine coole Sache. Bin gespannt und erhoffe mir natürlich da nochmal Zeitersparnis. Unbedingt. Um nicht alles 10-mal zu erzählen. Klasse. Bin gespannt und sehr gut. Zuversichtlich. Hat uns sehr gefreut, dass du heute bei uns warst und wir freuen uns auch schon auf das Ergebnis. Ja, das wird dann natürlich online gehen, da wird man nicht dran vorbeikommen. Mit Sicherheit. Danke dir, Armin. Passt. Gute Heimreise schon mal. Danke. Ciao. Ciao.